Viele von diesen Bildern schlummern noch in den Haushalten und das Problem ist, die Dinger verfallen natürlich mit der Zeit. Oft ist es auch so, wenn jemand von der Erde geht, gibt es im Nachlass immer ein paar schöne Bilder und ein paar schöne Erinnerungsstücke. Da vielleicht die ganze Familie was davon haben will, ist es sinnvoll, auf jeden Fall das Ganze zu digitalisieren und vielleicht auch noch zu Lebzeiten das selbst zu digitalisieren, um die Verwandtschaft, den Kindern, der Mutter oder sonst wen auch immer ein bisschen happy zu machen. Und dafür gibt es verschiedene Methoden, das Ganze zu digitalisieren. Eine davon läuft vollautomatisch und die möchte ich euch zeigen, und zwar den Epson Fast Fotoscanner. Ab geht's. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Paul Kramer vom Videocheck und heute geht es darum, dass wir unsere Papierbilder sichern und digitalisieren. Na klar, man kann das sicherlich auf den herkömmlichen Weg machen und das Ganze einfach ganz normal einscannen. Aber ich denke, bei ganzen Fotosammlungen, da hört der Spaß auf jeden Fall auf. Und dafür gibt es extra spezielle Geräte. Ein spezielles Gerät dafür ist der Epson FF680W. Denn der schafft in 30 Sekunden bis zu 30 Bilder. Da legt man die Bilder einfach rein, kann dann beispielsweise per Rechner oder per Handy einfach die Fotos scannen. Zack, zack, zack. Die Ecken werden erkannt. Das Ganze müssen wir noch einmal drehen. Und dann haben wir alles in wunderbarer Qualität und können das beispielsweise direkt per WhatsApp an die Familie verschicken. Einziger Nachteil, der Preis ist heiß, 629,99. Klar ist sowas eher was für einen Copyshop oder für einen Fotoladen, der die Fotos entgegennimmt. Man kann das ganze Gerät aber auch als Privatmensch mieten, wenn dann das zu teuer ist. Und da gibt es ein Angebot auf Amazon, habe ich gesehen, für rund 100 Euro. Ich packe euch gerne beide Links unter dem Video in die Infobox mit rein. Einmal das Mietgerät, einmal das Kaufgerät. Gucken wir uns das mal genau an, wie das Ding arbeitet. Bei dem Gerät gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns zum Beispiel verbinden. Wir können uns ganz oldschool, wie jetzt gerade eben hier, per Kabel mit dem Rechner verbinden. Was ich allerdings feststellen musste, bei Mac funktioniert das nicht so ohne weiteres, beziehungsweise ich habe keine vernünftige App im App Store dafür gefunden. Aber mit der Epson Dokumentscan-App fürs iPhone habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, die Daten von hier darüber zu schicken und auch ganz easy hier zu scannen und auch direkt zum Beispiel über WhatsApp zu teilen. Fotos passen hier bis zu einer Größe von DIN A4 rein. Das kleinste Format ist 10x15. Das Schöne bei dem Gerät, wie ich finde, ist, dass man das sehr schön falten kann, dass es nicht viel Platz wegnimmt, denn es ist ja jetzt nicht ein Gerät, was man unbedingt täglich benutzt. Das Schöne ist für mich auf jeden Fall der Workflow. Ich kann hier oben einfach reinlegen. Ich muss hier auch nicht unbedingt zwangsläufig da die richtige Größe einstellen. Wie gesagt, der Use Case ist wirklich easy, der rattert die da zack, zack, zack durch. Selbst wenn die schräg durchlaufen, macht er die automatisch gerade, macht automatisch auch eine Farbkorrektur. Das kann ich euch gleich nochmal ganz kurz zeigen an einem Beispiel. Das ist hier einmal das Originalbild und das ist das, was gescannt worden ist. Also wir haben Kontrast verbessert, die Farben verbessert, der hat automatisch einen Weißabgleich gemacht, der sucht sich automatisch das Weiß und macht das Bild dann eigentlich so, wie es auch im Original gewesen wäre, wenn man richtig fotografieren kann. Je nachdem, wie man es eingespeichert hat, speichert er es automatisch in JPEG oder in TIFFs. Ein cooles Feature ist auf jeden Fall, dass er WLAN hat. Das heißt, hat man mehrere Rechner oder eine Redaktion oder sonst irgendwas, dann kann man natürlich das WLAN einschalten, können sich mehrere Geräte mit verbinden oder man kommt hier mit dem Handy an und arbeitet davor und scannt die Bilder durch, schickt sich das selber aufs Handy bzw. lässt es dort speichern. Also vom Workflow her auf jeden Fall eine richtig ausgereifte Maschine. Maximale Bildqualität ist 600 dpi. Ich kann euch auf jeden Fall versichern, die Bilder sehen besser aus wie vorher. Wir können ja mal vergleichen. So, hier ist das Originalbild. Und einmal die verbesserte Version quasi. Einmal zu Besuch bei meinem Opa. Die Farben viel kräftiger, der Kontrast besser. Also es sieht alles im Ganzen gut aus. Vor allem muss man ganz klar sagen, wenn man ganze Fotokästen durcharbeitet, dann kann man nicht jedes Bild korrigieren. Das ist super, wenn da was automatisch mit dabei ist. Die Bilder sind gerettet, die sind gespeichert und die sehen auf jeden Fall besser aus als vorher. Und das finde ich eine coole Sache, vor allem mit diesem Weißabgleich. Es gibt auch die Funktion, das geht allerdings nur mit dem Windows-Rechner, das automatisch in Dropbox hochzuladen. Und wie schon erwähnt, man kann die hier ruhig schief reinschmeißen. Das ist dem völlig egal, der macht das gerade, schneidet die Kanten ab, sodass man keine Kanten drauf hat. Weil sonst, wenn man scannt, hat man natürlich ein großes Blatt. Und dann stehen die Kanten über und das ist doof zum Abspeichern und zum Verschicken. Und so hat man es gleich im richtigen Format, gleich da, wo man hinhaben will. Wir haben WLAN. Das einzige Manko ist definitiv in meinen Augen der Preis. Bei Mieten, so wie ich es gemacht habe, ist es okay. Aber um das Gerät zu kaufen, muss man da schon wirklich täglich mit arbeiten. Klar, es ist eine Arbeitserleichterung, 6000 Fotos da durchzujagen, als wenn man da 3-4 Wochen beisetzt. Aber ob man es kauft oder mietet, das sollte auf jeden Fall
jeder selber wissen. Wer sich Polaroid-Bilder sichern möchte, der muss daran denken, dass diese Bilder einzeln gesichert werden müssen. Weil sonst bei mehreren Bildern verhakt sich das ganze System und ihr müsst hier vorne quasi einmal die Klappe aufmachen, wieder zumachen, das Bild rausnehmen. Und deswegen ist das Ganze für Polaroid-Bilder nur in Anführungszeichen zu empfehlen. Ist gedacht für die klassischen Fotos, um das zu scannen, und die rattert ja wirklich in einer Tour rein. Und ich bin da definitiv mega von fasziniert. Das Teil tut wirklich das, was es soll. Cool wäre es natürlich nochmal gewesen, wenn man hier für den Mac nochmal eine extra App hätte und nicht nur fürs iPhone. Auf Android bzw. Windows funktioniert das natürlich tadellos. Von mir gibt es für das Gerät 4,5 Sterne von 5 möglichen, weil es halt nicht kompatibel ist mit dem iMac bzw. Mit dem iPhone, ja. Das ist eher auf Windows ausgelegt, aber wer ein iPhone hat, der kann sich da auf jeden Fall mit helfen. Da finde ich es natürlich wieder richtig prima im Gegensatz zum PC, weil hier muss ich mich nicht irgendwie mit dem Kabel, mit dem USB-Kabel mit verbinden. Ja, da sind Anleitungen und alles mit dabei. Wir können es auch per WLAN mit dem PC verbinden. Wir brauchen hier gar kein Kabel. Das können wir standalone betreiben, also irgendwo hinstellen. Und wer es braucht, der kann es benutzen. Für meine Verhältnisse ist Mieten völlig ausreichend. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Den Scanner habe ich euch unter dem Video verlinkt. Wenn ihr wollt, lasst doch ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck mit eurem Paul Kramer. Ciao.